Okay, das hatte ich. Okay. Ach, die machen mich auch kaputt. Okay. Willkommen, meine Freunde, bei My Time at Portia. Und wir wollen heute die Brücke fertig bauen. Ich wollte ja eigentlich Materialfarmen gehen, aber man braucht 200 Golds für einen Pass für die Ruine. So, die haben wir nicht mehr. Soll heißen, konnte ich nicht machen. Jetzt haben wir ja noch die Regenschirme, sind wichtig Dinger hier. Und ich würde sagen, Bronzebarren haben wir ja auch noch. Gucken wir mal, dass hier das alles brennt. Ich meine, dass wir hier noch Feuer machen müssen vielleicht. Für 2 Stunden. Wir brauchen aber noch 14 Stunden. Wir tanken da auf jeden Fall nochmal auf. Zack. Und hier ähnlich müssen wir wahrscheinlich mal... Oh, haben wir geschlagen. 5 Minuten. Das hat gepasst. Wir tanken auf Fall. Holz ist kein Problem. So. Aber wir können aber direkt noch mehr Steinziegel... okay, 2. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Wir brauchen Geld. Wir brauchen alles. Oh, der Angeltag beginnt. Ja, Pech für uns. Wir müssen arbeiten. Wir haben hier die Steinziegeln. Die können wir hier platzieren. Zack, zack, zack. Und hat sogar gepasst. Das heißt, wir brauchen nur noch Bronzeplatten. Nur noch in Anführungszeichen. Nämlich, wo war das nochmal hier? Verflucht, sagst du, wo kommt man denn noch hier? Wahrscheinlich Bronze. Nee? Wo war denn nochmal die... Leute, mach mich nicht bekloppt. Bronzeplatte. Die kann ich doch nicht am Schneidebrett machen. Doch, tatsächlich. Okay, wir könnten eine machen. Ja, besser als gar keine. So. Wir brauchen aber 3. Gut. Können wir mal kurz gucken hier. Mhm. Das heißt, 3 brauchen wir. Wie viel kriegen wir noch? Okay, können wir noch Bronzebarren machen? Wir können auch noch... Nicht genügend Material. Okay, wir brauchen noch Kupfererz. Kupfererz, ja. Kriegt man auch aus Steinen, wenn man es abbaut. Ja, nochmal Post. Vom Rathaus. Der 19. dieses Monats ist der Tag der strahlenden Sonne. Wir laden euch alle herzlich ein, ein Geschenk für die Stadt vorzubereiten und es dem Bürgermeister gerade vor dem 18. zu bringen. Okay. Vor dem 18. brauchen wir noch ein Geschenk. Was bauen wir denn jetzt? Komm, lass uns mal schnell mal zusammenhämmern. Irgendwas, was wir machen können. Ein Übungsschwert. Perfekt, ein Übungsschwert. Wird gemacht. So. Oh, das... Oh, wir können so... Ja, okay, das bringen wir dann dem Gale. Ich, wollte aber eigentlich was ganz anderes machen, Leute. Und zwar haben wir ja noch hier diese Regenschirme sind wichtig Missionen. Und da müssen wir Stacheln sammeln. In der Missionsbeschreibung steht an einem Wasserfall. Und wo wir irgendwann mal hier mit dem Bus gefahren sind, war, wie ihr seht, da hinten ist ein Wasserfall. Und da fahren wir jetzt mal hin. Oder gehen eher gesehen. Ich würde auch gerne laufen. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann schauen wir mal, ob wir da die Stachelfiecher finden. Wir brauchen 20, da bin ich mal gespannt. Schneckmeer. Schneckmeer. Hier, was ist das? See. Ja. Okay. Kann ich die kaputt hauen? Tatsächlich. Wir haben einen Stachel. Okay. Das ist gut.
dann kommt her, ihr kleinen Scheißer. Gut, dass wir das Schwert gemacht haben, ne? Oder? Ich meine, das war jetzt Zufall. Aber jetzt muss ich 20 von diesen Dingern kaputt hauen. Oh, ich kann natürlich auch beide gleichzeitig... Okay, das ist natürlich... Okay. Ach, die machen mich auch kaputt. Okay, Moment. Freunde. Ja, okay, ich dachte, diese Viecher kann man einfach kaputt schlagen. Naja, so kann man ja schon, aber okay. Gut. Wir wissen, wir können draufgehen bei den Seeigeln. Ja? Meine ist auch mal positiv. Falls ihr es noch nicht wusstet, ja, Videos sind lehrreich. Jetzt wisst ihr, ihr könnt kaputt gehen. So, da sind wir zurück. Ich habe schon mal wieder alles hier vorbereitet. Da müssen wir diesen Weg ja nicht und das Ganze nochmal hier im Video zeigen. Ich weiß immer noch nicht, warum wir instant gestorben sind. Ja. Das ist jetzt der Level 8, das ist okay. Gleich mal gucken aufs Level. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, geil. Es greift... Ja, Dankeschön. Ey, er schlägt nicht mehr. Oh, dieses Kampfsystem. Guck mal, er schlägt einfach gar nicht. Er hat gar keinen Bock auf diesen Schneckenmeier. Oder hat er so einen Angriff? Er scheint so einen Angriff zu haben, dass er nicht genügend Platz. So, jetzt schmeißen wir irgendwas weg. Was brauchen wir? Ja, die Stachel. Okay, brauchen wir. Fleisch. Hier, die hier. Wie kann ich das denn hier, kann ich das wegschmeißen? Ah, recht reinschmeißen. Ja, ich bin mir sicher. Die drei, ja. Zack. Okay. Er ist Level 7. Das dürfte auch kein Problem sein. Pass auf, guck mal. Ich will den gar nicht angreifen, aber wenn der natürlich da genau daneben steht, das ist ein bisschen unglücklich. Ja, nur ein Stachel. Auch Level 6, okay. Die sind ja so ungefähr unser Level. Wir sind ja auch, wie haben wir jetzt? 5, 6? Wir können ja höchstens gleich mal gucken. Wir haben noch einen Skillpunkt. Ja, den würde ich jetzt immer noch... Ach, ausweichen können wir auch. Aber egal, wir machen das hier. So. Hier, Papa Bär, kannst du nicht mehr helfen? Hier, komm. Ja, Sam. Ja, das ist jetzt... Ja. Ich will aber mit Papa Bär mal sprechen hier. Papa Bär. Alter, jetzt kann er nicht mal unsere Sprache. Du sollst mir helfen, diese Stacheldinger zu vermöbeln. Kein... Aber guck mal hinten, da ist so ein Ballon-Ding. Mal kurz da... Die machen ja sonst nichts, ne? Nein! Ich glaube, er ist Level 25. Wie roll ich? Ich springe? Wie roll ich denn nochmal? Ah, okay, mit L. Seeigel. Habt ihr das gesehen? Dieser komische, fette Klops da? Der war Level 25. Der hat uns hundertprozentig vermöbelt, letztes Mal. Tausendprozentig. Tausendprozentig war der das. Da dürfen wir nicht dran, an den guten. Guck mal, siehst du, der sticht die und die fallen alle um. Also die laufen doch alle dahin, sind die doof? Und dann verschwinden wir mal lieber hier. Weit weg. Die tun ja so nichts, ne, die Igel? Ne, pass auf, dann vermöbeln wir die jetzt hier. Nein, jetzt erwischt gleich wieder einen zweiten. Komm her. Ja, jetzt habe ich schon den zweiten erwischt. Jetzt habe ich den dritten erwischt. Ja, glorreiche Idee. Vor allem das Problem ist, ich muss ja natürlich auch mit der Aufdauer aufpassen, ne? Vielleicht können wir das gar nicht alles in einem machen. Okay, jetzt bin ich wenigstens keinmal getroffen worden. Und wir haben 8 Stachel.
lock mir den hier hin. Und dann haben wir verprügeln wir den. So, also, grundsätzlich finde ich das cool mit diesem Kampfsystem, dass es hier so eingebaut ist. Allerdings, ja, das ist halt oft jetzt ein paar Mal vorgekommen, dass ich mir halt irgendwie drei auf einmal angelockt habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Weil er halt auch einfach so Sprungattacken hier da so reinhämmert. Zielen kann man ja auch nicht richtig. Ich drücke jetzt einfach nur Y. Und dann spawnen die jetzt auch noch hier um die Ecke. Na, super geil. Man kann halt so ein bisschen von denen wegrollen. Und dann ist es ja in Ordnung. Ich will nur nicht zu diesem, wo ist denn der mit dem Fallschirm da auf dem Kopf? Was ist denn der? Hallo? Oh, guck mal, der ist schon sehr nah bei uns. Ja, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Den müssen wir gut im Auge halten. Und vielleicht kriegen wir noch diese... Okay, den haben wir. Aber guck mal hier, unser... Er ist natürlich da auch... Ich mach so. Und dann rolle ich weg. Dann rolle ich weg. Es ist mit... Da war's. Da hast du... Oh. Was ist los? Gesehen, dieser Ballon ist einfach neben uns gespawnt. Was ist das denn hier? Ich bleib einfach hier, dann vielleicht helfen die mir. Nicht genügend Platz im Inventar. Für was denn? Ich brauch doch nur die Stachel. Ach, die kann ich auch nicht mehr aufsammeln, oder was? Was brauche ich denn hier von... Ja, das ist halt doof, doof jetzt. Ah, hier diese Bären, die kriegt man auch. Die kriegt man auch wie Sand am Meer. So. Fasern 13, die Stacheln. Die Stacheln steckt der doch, oder? Ah, jetzt sind da schon zwei von diesen Scheißdingern. Guck mal da. Seht ihr? Der hat sogar den down gemacht. Ja, Leute, das ist natürlich jetzt Kappes, weil die sind alles Level 25er, ne? Aber guck mal, er schlägt auf ihn ein. Hm. Hopp! Hau ab! Hau ab! Nein! Boah, ich dachte... Ey... Das ist doch nicht normal. Da wären wir draufgegangen, hundertprozentig. Aber wie komme ich denn jetzt... Ey, diese Stacheldinger gehen mir jetzt schon schwer auf den Nerv. Wo ist der andere Ballon? Da hinten. Echt? Nee. Ein paar müsst ihr noch mitnehmen. Ein Stachel. 14 haben wir. Aber der ist abgelenkt. Dann kommt der. Oh, guck mal, jetzt habe ich ja beide gleichzeitig. So. Jetzt haben wir 16. Hm. So, seht ihr noch einen? Warum spawnen die denn jetzt nicht? Jetzt, wo ich sie brauche. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Jetzt kommen die alle. Gut, die spawnen, aber... Ja, das gefällt mir nicht. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir gleich drauf gehen. Na gut, was soll's. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt muss ich einmal kurz wegrollen. Okay. Ich habe auch gleich keine Ausdauer mehr, ne? Wow. Und weg. Hopp. Ich habe so eben, dass gleich nochmal so ein Typ bei uns spawnt und dann haben wir es nämlich. Das ist ein bisschen komisch. Ja, unfair, weiß ich nicht, aber ist halt schwierig dann. Wenn vorher einer war und auf einmal spawnt irgendwo einer noch irgendwo. Müssen wir jetzt aber hier diese Segel, ich glaube, wir brauchen nur noch zwei. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir jetzt einfach die ganze Mission hier nochmal machen müssen. Ich sehe jetzt noch nichts. So. Einen brauchen wir noch.
Hey Leute, guck mal. Der guckt schon so. Der guckt schon so. Pass auf, da kommt jetzt. Kommt jetzt gleich Hayabubu-Zeit. Das ist doch Mist. Ich kenne mein Glück. Ich gehe da jetzt hin. Jetzt sind die auch abgelenkt. Und jetzt müssen wir hier kurz mal verschwinden. So, komm her. Nein, sie kommen alle. Nein. Nein. Verschwinde. Nein, verschwinde. Es sind ja schon drei Luftballon-Viecher. Oh, guck mal, die Angel geschlauen hier. Naja, zu spät, ne? Teilnehmen. Ey, komm, wir brauchen einen Stachel. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Da, nein, ich wusste es. Nein! Geh weg! Er macht uns kaputt. Habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Remington, hilf uns! Das ist ja irre. Ich brauche nur noch ein so ein Viech und die Dinger machen so ein paar Lava hier. Jetzt muss ich auch noch auf den dahinter mir aufpassen. So. Weg. Komm her. Schnell, 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 schnell. Kaputt machen und abhauen. So, abhauen. Meine Herren. So. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir nochmal gucken, was wir für die Arbeit brauchen. Und, unglaublich, oder? Ja, aber hier auch. Inventar ist jetzt auch wieder rappelsvoll. Das war aber eine Mission, du. Oder eine Quest. Diese Viecher. So. So, dann sind wir wieder zu Hause angekommen. Jetzt gucken wir einfach mal, Benzin aufgebraucht. Habe ich doch gemacht? Nein, ich will nicht abbrechen. Ich wollte auftanken. Ja, volles Rohr. Und dann wahrscheinlich hier auch. Okay, hier ist hier nichts zum Fertigen. Hier ist was zum Nehmen. Können wir noch hier die Platten fertigen? Ach ja, warte. So. Zack. Ach, jetzt brauchen wir drei. Ja. Ne, zwei. Drei. Wie viele Bronzeplatten brauchen wir denn? Drei und zwei. Ja, präsentiert das nicht so toll, das bringt uns jetzt gerade nichts, Kollege. Ne, hier war das, ne? Nicht genug Material. Achso, Bronzebarren. Wir brauchen mehr Bronzebarren. Verflucht. Kupfererz. Wir brauchen Kupfererz. Hilft ja allen nichts. Wir brauchen Kupfererz, ja. Und wir haben keine Kohle. Ach ja, Stadt, das war ja, hatten wir auch schon, eine Stadt vorzubereiten hier. Was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir am besten erstmal hier die Quest abgeben. So. Und wir können ja auch ein paar Dinge verkaufen, ne? Hab ich auch überlegt. Verkaufen jetzt einfach ein paar Sachen. Oh, er hat sogar bis 22 Uhr noch auf. Na, dann machen wir schnell reinhauen. So. Da. Dem schenken wir irgendwas. Pass auf hier. Ja. Wir beschenken dich. Ich schenke dir.
Eine Muschel. Komm, wir schenken dir eine Muschel. Ja klar, das nutzen. Okay. Ja, war jetzt nicht so toll, aber gut, komm, was willst du machen? Ist doch okay. Oder? Ich meine, eine Muschel. Sorry. Ich meine, wir müssen das abgeben, damit wir irgendwelche blöden Samen bekommen und die beschweren sich über eine Muschel? Komisches Volk. So, wo müssen wir denn jetzt hier die... Hier, ne, bei dem Regenschirm hat der irgendwas gesagt. Aber er ist natürlich zu, klar. Wir kriegen den die Brücke wieder nicht fertig. Kann ich die eigentlich einkaufen, so? Theoretisch? Also da kann ich immer einkaufen? Nee, auch nicht, okay. Wäre ein Ding gewesen. Ja gut, Leute, dann müssen wir die Brücke das nächste Mal fertig machen, aber wir bekommen es langsam hin. Ich muss leider immer noch irgendwie Erz bekommen. Wir gucken, wie wir das hinmachen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und ciao.